Willkommen zu einer neuen Folge von Train Fever. Ah, es funktioniert, unsere Linie funktioniert. Perfekt, perfekt, perfekt. Wir übernehmen jetzt tatsächlich die komplette logistische Sache hier, also die komplette Logistik so, für eine Firma hier. Wir haben zwar noch Kapazitäten, die denke ich, wird man langsam, aber sicher dann auch komplett ausschöpfen. Hier lohnt sich's nicht, eine Eisenbahnlinie zu errichten. Wir sind natürlich wieder die Kings, ne? Wir haben hier die komplette Dings im Prinzip. Wo müssen die Pakete jetzt hin? Bin ich mal gespannt. Hier könnte man einen ins Depot schicken. Ich glaube, so viel braucht's nicht. Machen sich noch zu viele auf. Naja. Wir werden auf jeden Fall ordentlich reich, muss man ja sagen. Mal gucken, wie lange das noch gut geht. Im Prinzip machen wir im Moment nicht so viel. So, wie sieht das hier aus? 9 warten. Also es ist noch ziemlich neu für uns, dass man eben hier dieses System hat. Man könnte eigentlich einen der Wagen weglassen. Hätte man immer ausgebucht quasi. Und bestände aber auch die Gefahr, dass wie jetzt wieder was selbst transportiert wird. Aber wir sind schneller. Verstehe gar nicht, was die dazu antreibt. So. Also hier würde sich eine Eisenbahnlinie nicht lohnen. Wir gucken aber jetzt mal, wo sich einen lohnen würde. Wo wir eventuell dadurch Kosten einsparen könnten. Wie sieht eigentlich hier die Lage aus? Also eins der beiden Fahrzeuge könnten wir eigentlich ins Depot schicken und verkaufen. So viel braucht es ja nicht. Ist ja Schwachsinn. Kaufen wir das einfach. Das ist, glaube ich, besser so. Weil sonst lohnt sich das einfach nicht. So. Wir haben also schon ein ganz prächtiges Schienennetz, das wir aber jetzt noch weiter ausbauen werden. Ich weiß gar nicht, wo sieht man eigentlich hier, in welchem Jahr man ist. Kann man das hier irgendwo? Sehen? Hm? Hier sieht man die ganzen Achievements. Aber auch das interessiert mich ja jetzt nicht so. Hm. Schade. Weiß ich nicht. Gucken wir uns mal die ganzen Eisenbahnlinien an. Was ist davon profitabel, was nicht? Das hält sich alles im Rahmen, das ist alles okay. Die Linien macht noch ordentlich Verlust. Hm, warum? Die Linie ist doch wirklich gut. Vielleicht sollten wir ein... Wir tun sie mal gerade ins Depot. Und dann verkaufen wir einen Wagen. Das ist vielleicht sinnvoller. Jetzt schicken wir sie gerade mal ins Depot.
verkauf mal einen Wagen, dann haben wir nämlich, dann ist das für uns eine etwas bessere Rechnung, weil sonst verschlingt er mir einfach zu viel. Nehmen wir den hier weg. Und weisen das der Linie 25 zu. Weil ein Wagen hat ja Platz für 13 und 13, das muss reichen. Das reicht auch. Mehr braucht man nicht. Was mich nur nervt, ist, dass das hier noch so scheinbar schnell funktioniert. Wo wollen diese Pakete denn jetzt hin? Was treibt die an, dass das so... Vielleicht sollten wir die Linie doch wieder ins Leben rufen. Quasi als begleitende Maßnahme. Weil uns geht ja jetzt hier noch was flöten. Gehen die jetzt hin? Ist ja interessant. Machen wir noch eine direkte Linie von hier nach hier. Ist die Linie 26, gut. Kaufen wir noch zwei Opel Blitz, die wir dann beide auf die Linie 26 zuteilen. Bin ich mal gespannt. Also der Zug ist vermutlich schneller, wir werden das jetzt gleich mal sehen können. Da müssen sie erstmal kommen. Und unser Finanzstand hier steigt immer wieder an. Immer weiter an. Ja, wann sind wir im 21. Jahrhundert angekommen? Das ist die große Frage. Jetzt tut das keiner mehr dahin. Ist natürlich blöd. Extrem blöd. War das vielleicht doch die weisere Entscheidung? Sollten wir die Linie hier, die Zuglinie vielleicht komplett einstellen? Weil es scheint sich ja noch nicht zu lohnen, aber ich könnte mir gut vorstellen, dass die Industrie irgendwann kommen wird. Also war mal ein Test. Hat uns ein bisschen was an Geld gekostet. Hat sich nicht gelohnt. Dazu sind wir noch nicht schnell genug. Schade. Schicken wir wieder ein paar mehr von den Wagen da drauf. Das ist dann die Linie 26 gewesen. Ist vermutlich besser so. Solange sich das muss hier auch lohnen. Ist ja auch wichtig. So, jetzt gucken wir mal, ob wir nicht irgendwie helfen können bei denen, wo es noch nicht so ganz funktioniert. Hier zum Beispiel. Bedarf ist keiner da. Produktion 0. Bedarf wäre hier da. 1964, sehe ich gerade, sind wir. Okay.
Wenn wir von hier nach hier eine Linie bauen würden, wäre das mit Sicherheit eine ganz gute Idee. Müssen wir nur überlegen, wie wir das am besten machen. Ist Kollision. Gibt es ja eigentlich auch Bahnübergänge oder gibt es sowas nicht? Dann machen wir jetzt einfach mal testweise. Ich bin jetzt gerade ein bisschen in Experimentierstimmung, wie ihr sicherlich schon in letzter und dieser Folge gemerkt habt. Und dann werden wir eine Linie, eine neue machen von, Moment, von hier nach hier. Und diese Linie ist jetzt die Linie 27 und die wird bedient vom Depot hier. Ich kaufe einfach jetzt mal einen Opel Blitz. Und dieser Opel Blitz, der kommt dann auf die Linie 27. Und dann gucke ich mal, ob sich das lohnt. Könnte ja sein, weil der Bedarf besteht ja. Und wenn das klappt, dann würde der Holz produzieren. Und dieses Holz könnte benötigt werden hier. Nee. Da wird nur Holz benötigt. Ja, wie dem auch sei, aber... Ja, das Holz wird dann in der Industrie hier benötigt. Wieso, was ist denn jetzt hier Kollision? Was ist denn los mit euch? Es könnte auch was werden. Würde ich jetzt mal so annehmen. Es gab eine Strecke, da lohnte sich der LKW-Transport nie, aber die scheint ja mittlerweile auch schon bedient zu werden. Oh yeah! Oh! Oh! Die BR 103 ist mittlerweile verfügbar, bringt uns aber leider nichts, weil wir personentransportmäßig schon alles ausgestattet haben. Hatten wir nicht mal geplant, hier eine Linie hinzubauen? Ja, die ist ja gar nicht fertig. Was ist das denn? Vergessen. Oh, jetzt sind wir aber schnell das Geld losgeworden. Wieso ging das denn jetzt so schnell? So schnell! Das ist aber vorbei mit Experimentieren, ne? Was ist denn jetzt schon wieder hier los? Bin ich mal gespannt, wie die Linie hier angenommen wird. Hier ist so viel Betrieb. Linie 27. Ist das die neu erstellte? Ah ja. Tatsächlich. Sie wird angenommen. Ist doch mal phänomenal, oder? Jetzt werden wir mal gucken, dass wir hier ein bisschen was stabilisieren, dass wir es noch schneller hinkriegen.
das ist doch gut. Von 11. Es ist unfassbar. Das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass das funktioniert. Dann haben wir jetzt den Bedarf der Firma hier erkannt. Und dann kann die jetzt produzieren. Das ist doch gut. Bin ich mal gespannt. So. So war das aber eigentlich nicht gedacht. Ich dachte, das kommt jetzt hier zu der. Das ist dann natürlich ein bisschen dumm. Jetzt habe ich mich schon so gefreut, dass es funktioniert, aber es funktioniert ja dann gar nicht. Die Produktion ist ja besser denn je. Oh yeah! Oh! Neue Fahrzeuge. Mirage. Endwagen. Mhm. Mittelwagen. Ja, müssen wir überlegen, ob sich das lohnt, mal in neue Züge zu investieren. Weil wir, wie ich sehe, extrem viele Fahrgäste haben. Linie 1. Ist die so gut besucht? Stehen auch ziemlich viele. Da haben wir mal 14 von 14. Tatsächlich. Dann sollten wir mal überlegen, ob wir hier vielleicht mal einen anderen einsetzen oder auf jeden Fall einen zweiten Wagen. Dann soll der mal ins Depot gleich. Und dann holen wir dann noch ein bisschen mehr Geld raus. Was ist denn jetzt hier los? Was ist denn jetzt so teuer auf einmal? Das geht alles. Oh, die Linie 18. Die frisst extrem. Wieso? Wo ist Linie 18? Hier ist Linie 18. Von Stemwede nach... Wo fährt die hin? Nach Dings. Und das ist... Ja, eigentlich müsste die ganz gut laufen. 22 von 22 Personen. Ja, hä? Was ist denn daran jetzt? Das verstehe ich jetzt aber nicht. Wenn die so gut besucht ist. Müsste die vielleicht schneller fahren. Wie viel fährt 100 km/h? Verstehe ich nicht, warum hat die nicht... Auch hier ist Linie 18 ziemlich gut besucht. Da sollten wir aber dran festhalten. Eine Linie. Und hier die Linie, die canceln wir dann wieder. Das heißt, solange die nicht produziert, ist das nutzlos.
Linie 7. Auch noch eine falsche Linie. Linie 27, das ist die richtige. Die meine ich. Wie läuft denn die hier? Auch nicht so ganz gut, ne? Alle Fahrzeuge von Linie 27, die kann sich ja nicht rentieren. Da ist auch nur eins. Die möchte ich dann auch dann wieder canceln. Und jetzt setze ich alles auf diese neue Linie, die vermutlich auch wieder nichts wird. Mach ich mal so. Jetzt der große Moment. Zwei Dings. Ich hoffe, das klappt jetzt. Na, wer sagt's denn? So. Und jetzt müssen wir mal schauen, welche Bahn wir da drauf bekommen. Wir machen mal eine neue Linie. Haben wir hier irgendwo ein Depot? Ja. So, dann geht's also von hier los. Nach. Wo ist das? Genau, das ist die Linie 28. Das merken wir uns jetzt gerade schnell. Linie 28, da setzt man einen Schienenbus drauf. Ne? Da ist einer im Zugdepot. Der ist vielleicht ganz sinnvoll, den zu verkaufen. So. Oh, wir haben ja schon richtig coole Auswahl hier an Zügen. Wir überziehen auch wieder richtig. So, und der will auf die Linie 28, oder soll vielmehr. Und jetzt gucken wir mal gerade, ob es hier schon einen Bus gibt. Nee, gibt es nicht. Dann kümmern wir uns mal darum, dass hier erstmal die Straße halbwegs vernünftig aufgerüstet wird. Ach, mittlerweile können wir sogar mit Busspur bauen. Ist ja praktisch. Was ist das denn? Ist ja interessant. So. Und dann bauen wir jetzt mal hier eine Buslinie hin. Die verbindet dann also hier das. Machen wir jetzt mal, ich setze es einfach mal auf Schnellbus. Und irgendwo noch ein Busdepot hinpflanzen. Tun wir mal hier hin. Hier wäre es gerade noch perfekt. Dann tun wir es mal hier hin. Auch nicht. Dann hier hin. Und wir kaufen einen Sunbus. Ist das irgendwie, gibt es da irgendwelche Unterschiede? Dann nehmen wir lieber den hier. Je kleiner, desto besser. Und der fährt dann die Linie, die wir jetzt gleich erstellen werden. Das ist die Linie 29. Von hier nach hier
nach hier. So. Linie 29. Und dann bin ich mal gespannt, ob das alles so funktioniert, wie es soll. Wie sieht das hier mit dem Verkehr aus? Vielleicht ist es hier tatsächlich sinnvoll, eine Busspur noch zu bauen. Sieht denn jetzt hier eine Busspur aus? Nicht genug Platz. So. Hier stehen ja schon die ersten Fahrgäste, das ist ja auf jeden Fall gut. Und die Stadt floriert auch. Das ist auch gut. Was ist denn unser Bus hier? 0 von 13. Das ist schlecht. So, und von St. Mägen könnte es ja dann noch nach Banzin gehen. Ah, ich sag's immer wieder. Kurz gucken, wie das funktionieren könnte. Hier ist ganz viel Kollision, das geht also nicht. Ja, das geht auch nicht. Kann man nicht hier noch irgendwo Abzweigung? Also das funktioniert so nicht. Müsste man überlegen, ob man hier noch anbauen kann. Mal kurz gucken, das wäre auch nicht schlecht. Und was jetzt? Hier. Ich muss ja auf die andere Seite kommen. Will so auch nicht funktionieren. Und vielleicht so. Ein Fahrzeug. Ja, dann wäre da auch immer was besetzt. Wir können ja mal probieren. Von hier aus. Wir machen das mal so, dass wir hier das abreißen, diese Weiche. Das ist nämlich eine ziemlich dumme Idee gewesen. Oh, neuer LKW. Das könnte ja wichtig werden. So, direkt mal so, zack. Zack, 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 zack. So.
Dann müssen wir jetzt hier wieder die Bagge anrollen lassen. Die Straße bringt aber sowieso nicht so unfassbar viel. Ach ne, jetzt müssen wir wieder Bäume entfernen. Das lebe ich hier. Was ist denn das hier noch für Gebäude? So, das ist natürlich ganz wichtig. Das ist auch so eine Fummelsarbeit. Ja, stopp. Witzig, dass die Bagger direkt anrücken. Vorher stand ja hier nichts. Es gibt ja auch überhaupt keine Anbindung. Total unerstrebenswert, hier irgendwas zu machen. Na. Wir kappen einfach die ganzen Verbindungen. Vermutlich die beste Idee. Habe ich hier natürlich die Oberleitung vergessen. Das ist dumm. Es wird aber nachgereicht. So, ist nachgereicht. Gut, wie es weitergeht, seht ihr in der nächsten Folge. Bis dahin, tschüss.